Ihr seid hier bei der LCK genau richtig. Und wir gehen auch sofort rein da, in die Pick-und-Band-Phase. Bin gespannt, wie hoch man hier Nidalee heute ansieht. Tahm Kench wird gegen Rocks Tigers auf jeden Fall sofort rausgebannt. Tahm Kench allgemein sehr, sehr an Bedeutung gewonnen in der letzten Zeit. Finde ich auch gut so, dass man hier jetzt sogar in Richtung Bann geht. Hat er in der momentanen Meta viel zu viel Utility. Vladimir wird hier noch direkt rausgebannt. Weil Mickey jetzt nicht so oft Vladimir gespielt hat, das ist aber eher ein Meta-Bann. Vladimir ist auch das eine oder andere Mal verändert worden. Und trotzdem baut man ihn noch immer mit dieser Geistessicht First. Das ist ja wirklich ein abartiger Itembild. Aber ändern kann man es momentan nicht. Man muss Riot, denke ich, nochmal ein bisschen was ändern. Lissandra wird hier noch rausgenommen gegen Mickey, der das ein oder andere Mal mit Lissandra gespielt hat in der letzten Zeit. Sowohl sehr erfolgreich als auch sehr unerfolgreich. Also da waren Höhen und Tiefen mit dabei. Malzahar wird hier noch direkt gegen Kuro rausgenommen. Wobei Malzahar vielleicht nicht nur so solo betrachtet werden sollte als Midlaner, sondern ich denke auch auf der Toplane hat er durchaus seine Anwendungsmöglichkeiten. Nidalee, die hier eigentlich rausgebannt wird. Ich habe schon gedacht, dass Nidalee eventuell mal drin bleibt und gepickt wird. Das wäre es ja gewesen. Nidalee jetzt wirklich in letzter Zeit sehr, sehr unbeachtet gelassen, was mich ehrlich gesagt wundert, gerade in Korea. In NA und EU haben wir auch das ein oder andere Paradebeispiel gehabt, wo sie halt auch nicht gebannt wurde, gepickt wurde, was das Game halt extrem dominiert hat. War in der LCK aber auch nicht anders. Auch da hatten wir schon sehr, sehr viele Games dabei, wo Nidalee mit dabei war und wo sie halt wirklich alleine dieses Game carryen konnte. Also hier der Bann auf jeden Fall gerechtfertigt. Und jetzt bannt man noch direkt gegen Mickey Varus raus, weil er halt echt nicht auf Varus spielt. Ich meine, das könnte so ein bisschen dafür sprechen, dass Rocks Tigers eventuell noch einen Asi spielen wollen, der auf dem Patch schon genervt wurde. Und gerade früher hat er auch schon ein Problem mit Varus gehabt, ansonsten macht der Bann hier wenig Sinn. Es gibt halt zwei Laner, wo du in der koreanischen Liga sagen würdest, yo, da kannst du Varus durchbannen, das sind Ian und das sind Tamed. Aber Mickey ist ja halt eher der Assassin-Spieler, das heißt, gegen ihn wurde normalerweise immer LeBlanc und Twisted Fate gebannt. Und je nach Meta halt auch der Zed, den er halt sehr, sehr gerne gespielt hat. Aber anscheinend hat er in letzter Zeit ein bisschen mehr Eindruck gemacht mit der Lissandra. Und anscheinend mit seinem Varus, den er gar nicht gespielt hat. Aber gut, okay. Ich kann mich derer annehmen. Hier der Echo als First Pick sofort priorisiert. Es wird wahrscheinlich wieder ein Trinity-Echo werden. Das haben wir in letzter Zeit unwahrscheinlich oft gesehen. Der Schaden, der ist halt auch wirklich enorm. Das ist halt wirklich krass, wenn man das so von der Utility betrachtet. Und das Trinity-Build halt eigentlich gar nicht so viel mehr eigentlich bringt als ein Iceborne-Gauntlet-Build, was so den Damage angeht. Weil du halt anstatt 200% Schaden mit deinem Trefferpock quasi 250% Schaden machst. Aber du kriegst halt ein bisschen mehr AD dazu. Aber die Damage-Werte, die sprechen da für sich am Ende des Games. Wir haben es bisher sehr, sehr oft gesehen, dass auch Echo dort als ja, Most Damage-Dealer quasi rausgegangen ist aus den Games. Also hier als First Pick auf jeden Fall vertretbar. Auf der anderen Seite hat man sich jetzt für Karma und für den guten alten Gragas entschieden. Ist von der Rotation her auf jeden Fall solide. Kannst du nicht sagen, Karma hier als Flex Pick für die Mitte oder als Support zu sehen. Gragas, gerade wenn Nidalee gebannt ist, mit Rek'Sai zusammen der nächstbeste Pick. Africa Freaks, die orientieren sich hier gerade in Richtung Hegarim so ein bisschen. Sie waren auch diejenigen, die viel mit Hegarim und Shen gespielt haben. Allerdings das mit Ixo und Lyra zusammen und nicht mit Zhuang Han und Lindarang. Ich bin ja gespannt, ob man trotzdem in die Richtung gehen möchte. Hier wird noch kurz die Ashe gehovert. Ashe war auf jeden Fall gut in der Komposition. Gerade wenn du so einen immobilen Support-Midlaner hast, kannst du da halt immer den Engage finden. Wir haben es auch schon oft gesehen, dass in dem Matchup... Ich überlege gerade, welches Game das war. Das war, glaube ich, von SKT ein Game, wo wir ganz oft mit Arrows quasi gesehen haben. Ich glaube, da hat Faker Ryze gespielt und die Arrows haben halt immer in der Mitte getroffen. Sind über die halbe Map geflogen. Karma war halt gestunt und wurde direkt ausgenockt. Weil Karma ist alles andere als tanky, wenn sie halt nicht in der Lage ist, bei den Trades ihre Schilder zu benutzen und halt übelst lange gestunt ist. Na, Prey ist noch ein bisschen müde, der streckt sich hier nochmal. Aber halt hier kurz Wayne. Wayne wird es, denke ich, nicht werden. Sie momentan im kompetitiven Bereich einfach nicht gut genug, weil die Reichweite einfach zu gering ist. Ich komme auch mal ganz auf die Fragen, warum wird das nicht gespielt und warum wird das nicht gespielt? So, Wayne ist zum Beispiel, finde ich, in der Solo-Queue echt nicht schlecht. Hat ihre Vorteile und sie ist auch in der Laning-Phase gar nicht bad. Aber wenn man sie halt vom Potenzial her betrachtet, was den kompetitiven Bereich angeht, was die Sicherheit des Champions angeht, dann ist sie halt echt nicht so geil. Was viel Outplay-Potenzial, ohne Frage, mit der Ultimate. Was aber seitdem die Red Trinkets und die Red Trinket-Erweiterung eingeführt wurde, ein bisschen nachteilig ist, weil du sie halt immer aufdecken kannst. Plus eine Pink Ward halt haben kannst und hast halt so viel Single-Target-Burst zur Zeit, was eine Wayne halt, die sehr, sehr nah an den Gegner rangehen muss, relativ riskant macht. Also hier auf jeden Fall mit Ashe und mit dem guten Jhin da relative Standard-Picks und der Gangplank, der jetzt noch bei Rocks Tigers eingeloggt wurde und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Pick. Der wurde halt in letzter Zeit sehr oft priorisiert und dieses neue Bild, das sich da etabliert hat, mit der Rüstungsdurchdringung ist halt unheimlich effektiv. Also hier auf jeden Fall Gangplank, der wahrscheinlich auf die Top-Lane gehen wird. Also das Map wird ihm wahrscheinlich dort performen. Relativ guter Pick. Ist für ihn nicht ganz einfach zugegebenermaßen in diesem Matchup.
Denn Echo, der kann da doch ein bisschen Stunk machen in diesem Matchup. Gerade wenn er ein bisschen nach vorne kommt und zerstört den Gangbang, weil er ihn halt immer und immer wieder hart engagen kann. Und der Schaden über das Trinity ist auch nicht schlecht. Mickey, der habert hier, beziehungsweise für ihn wird gerade der Twisted Fate gehabert. Wäre nicht verwunderlich. Er ist ja oft mit diesem Champion unterwegs. Gerade auch gegen den Gangbang Top Lane hast du die Möglichkeit, den gut zu bestrafen. Du hast halt permanentes Lows über Lindarang und du hast halt diesen einen Stun, der natürlich durch den W resettet werden kann vom Gangbang, aber der Schaden ist halt trotzdem da. Und das Einzige, was du gegen Gangbang brauchst, ist halt Burst. Und er muss halt instant liegen und jetzt entscheidet man sich hier für den Pantheon Mitte. Okay, das ist mal was Innovatives. Aber ich sage euch aus Erfahrung, der Pick ist unheimlich stark gegen Twisted Fate. Twisted Fate, wenn der seinen W wirft in den Pantheon, in die Pantheon Passive rein, dann wird er einfach deleted. Da kommt kein Schaden durch, da kommt kein Stun durch, nichts, gar nichts. Das ist für Twisted Fate ist das ein unheimlich unangenehmes Matchup. Allerdings muss man dazu auch sagen, Pantheon im Late Game ist halt wirklich kein Pick, den du unbedingt haben möchtest. Der baut halt nach Minute 30, baut der halt unheimlich viel ab. Allerdings, wir sind in einer Meta, wo Teleport schwächer ist. Das heißt, globale Ultimates und dazu gehört auch Pantheon, sind halt unheimlich stark. Na, auch Twisted Fate, wenn der hier auf die Botlane, auf die Toplane roamt, Pantheon kann halt jederzeit hinterherkommen. Also ich finde den Pick, so oft mit der er hier auch ist, muss ich sagen, in dem Matchup echt stark. Der Pantheon gefällt mir richtig, richtig gut an der Stelle. Wenn der halt nicht zurückfällt, dann wird er die Lane unheimlich dominieren können. Da bin ich echt mal gespannt, was da rumkommt. Ein cheesy Pick, den man halt nicht so oft sieht. Rox Tigers, aber man sieht sie schon ganz entspannt, sehen sie der ganzen Sache entgegen. Wenn der natürlich einmal rausfliegt aus dem Game, dann ist Pantheon halt unheimlich nutzlos. Da gibt es halt keine Diskussion. Aber wenn er gut reinkommt ins Game, dann ist es unangenehm. Aber es ist natürlich einen großen Nachteil jetzt mit diesem Pantheon-Pick. Und zwar bist du sehr AD-lastig. Rox Tigers haben halt kaum magischen Schaden. Und das könnte natürlich dort im Endeffekt dafür sorgen, dass FKs vielleicht zurückkommen. Ich bin gespannt, wie Lendarang bilden wird. Wenn du gerade so ein Full-AD-Team gegen dich hast, bin ich gespannt, ob er sich wirklich noch für die Burst-Variante oder für diese Domination-Variante auf der Lane von Trinity entscheidet. Oder vielleicht doch aufs Iceborne geht. So, guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen hier zu LCK und herzlich willkommen zum ersten Game heute. Africa Freaks und Rox Tigers, die stehen sich hier in einem Best of Three gegenüber. 0-0 steht es bis lang noch. Ist ja auch noch früh genug. Ne, da wurde natürlich noch kein Game gespielt. Und vor allen Dingen haben wir jetzt erstmal Pantheon mit dabei. Das kleine Funfact nebenbei, das ist so 2-3 Wochen jetzt her, aber die Winrate von Pantheon im Solo-Queue war halt richtig am Exploden. Was natürlich viel mit dem Teleport zu tun hat. Natürlich Pantheon nicht unbedingt als Midlaner zu sehen, sondern eher als Toplaner. Aber ich persönlich kann halt sagen, dass Pantheon gegen Twisted Fate unheimlich gut funktioniert. Ich habe selber, das war vor 2 oder 3 Splits ungefähr, da war Twisted Fate in der Mitte ja unheimliche Standardmeter und fast jeder hat den gespielt. Habe ich selber Pantheon sehr, sehr oft dort gespielt gegen diesen Champion. Und das hat halt wirklich Vorteile. Du hast halt nicht wenig Wave Pressure über den E später. Du hast eine Menge Poke gegen Mickey. Er kann dich halt nicht stunnen, er kann dich nicht engagen mit der Gold Card. Und das alleine ist schon mal ein riesiger Vorteil. Allerdings, wenn du mal aus dem Matchup rausfällst, dann wird es auch sehr, sehr unangenehm werden. Und auch gerade so eine Elise in der Kombination sollte man dort nicht unterschätzen. Der Cocoon ist halt immer noch eine Gefahr für dich. Und Elise hat halt immer noch den Burst-Schaden gegen dich, auch wenn du vielleicht einen Auto-Tag von ihr blocken kannst. Das bringt dir meistens in dem Matchup nicht ganz so viel. Das heißt, diese 2 gegen 1 und diese Gang-Situation, die muss man immer noch respektieren. Mickey selber hier auch mit Teleport unterwegs, während Kuru natürlich auf die Kill-Pressure geht. Er hat sich dafür das Ignite entschieden, was auch vollkommen richtig so ist. Ich bin gespannt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier die ein oder andere Turnaround-Situation sehen werden, wo Pantheon einfach nochmal jemanden komplett aus dem Leben burstet. Mickey hat da ein Glück so ein bisschen Rüstung mitgenommen in den Runen. Ansonsten ist der Q zum Anfang immer sehr unangenehm. Er sieht auch gerade, er versucht gar nicht erst Kuru dort gefährlich zu werden. Und er hat seine Passive bereits dort aktiviert. Und solange er die hat, ist der W von Mickey halt komplett irrelevant für ihn. Also Pantheon hat ja immer so 2 Möglichkeiten, diese Passive zu stacken. Also zum einen, dass du 4 Treffer am Gegner verursachst. Das geht halt über Autotext. Oder auch über dein Q, der halt auch diese Passive stackt. Oder aber, dass du halt dein W benutzt. Wenn du deinen Stun benutzt, kriegst du halt instant den Schild wieder. Damit hast du halt als Twisted Fate effektiv keine Möglichkeit, irgendwann in diesem Fight, und da seht ihr das gerade, ein W auf Pantheon landen zu können. Solange der halt nicht grob misplayt. Das wird halt echt kein schönes Match. Aber ich würde im Solo-Queue wirklich kotzen. Ich würde sofort Rage quitten und würde sagen, hey komm hier, ich baue einen Zit. Gang, 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 gang. Einfach nur auf die Mitte. Ihr seht auch gerade, der Q-Poke von Pantheon ist da sehr, sehr unangenehm. Er selber hat sich auch für die Corrupting Potion entschieden, einfach nur, weil er auch mehr Mana kriegt.
Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie du die Early Laning Phase gegen Pantheon bestehen kannst. Indem du ihn einfach outsustainst und quasi eher mehr Mana verbraucht, als du Leben hast. Damit du halt einfach danach sicher auf der Lane stehen kannst. Mickey jetzt mittlerweile wieder full life. Aber er hat es genau richtig gemacht. Er hat sich keine Stoffrüstung geholt, hat sich 4 Pots geholt und versucht einfach diesen Sustain dort auf der Lane zu gewinnen. Solange du Pantheon im Early keine Kills gibst, ist es halt super gut. Weil du outscales ihn halt ohne Probleme. So, der Pantheon, der wird halt übel abfallen. An der Stelle muss man sagen, sieht halt bisher gar nicht schlecht aus. Die Taktik ist ja halt klar. Der Pantheon, der heißt einfach bloß Survive. Einfach nur Survive. Du sollst nichts töten, du sollst keine Plays in der Mitte machen, sondern einfach nur überleben. Ja, gerade dass Elise da so ein bisschen Kontrolle round Mitte damit reinbringt, ist auch vollkommen richtig so. Mickey mittlerweile auch kein Mana mehr. Er hat allerdings immer noch die Möglichkeit, dass er halt der Teleport hat. Dann kann er jetzt auch zurückgehen und in Ruhe wieder auf die Lane porten. Dann hat er wieder sein Mana und vor allem kann er sich wieder ein paar Pots mitnehmen. Dabei hat er schon 3 Kekse futtern müssen. Holt sich da jetzt sofort 2 Dorans Ringe noch mit. Das ist halt wirklich die Variante, wie du im Early einfach nur überleben möchtest. Dorans Ring ist halt immer dahingehend ein bisschen nachteilig, dass er halt bei dir im Inventar Slots wirklich blockiert. Aber von der Goldeffizienz her ist das halt gut, ne? Er gibt dir halt maximales Leben, das heißt auch Sicherheit auf der Lane, er gibt dir halt Mana-Regeneration, er gibt dir Mana pro Lastik wieder und er gibt dir halt auch Base-AP. So, die Goldeffizienz von diesen Schaden-Items ist halt unheimlich gut. Jetzt muss man halt bis zusehen, dass man nicht zu viele kleine Items später im Inventar hat, weil du brauchst theoretisch immer Platz für Pots, du brauchst ein Pinkboard und wenn man mal überlegt, dass er das erste Mal backgegangen ist und sofort nur noch 1 Slot frei hat im Inventar und noch nicht mal Schuhe hat, dann weiß ich halt schon, dass man da jetzt ein bisschen mehr aufpassen muss, wie und wann man mit den Goldwerten quasi weggeht, um da keinen Slot zu blockieren. Ah, jetzt kommt der Gank hier auf Smap, der Kukun schon mal nicht getroffen. Smap ist sogar ziemlich aggressiv unterwegs, hat aber immer noch seinen Flash, sollte auch über die Wall gehen. Schön gemacht. Also es ist halt eine Situation, die gar nicht so verständlich ist, ne? Right. Wo man sagen kann, so, das muss er so machen. Ich habe es schon so oft gesehen, dass Pro-Player genau gegen diese Wall dort gegenflashen. Weil einfach seit der Flash damals genervt wurde, was ja mittlerweile schon ein paar 100 Patches gefühlt her ist, bist du nicht mehr in der Lage, über diese dicken Knubbel-Walls rüberzukommen. Sondern du musst halt wirklich an diese dünne Stelle laufen und darfst halt nicht zu sehr paniken. Er hat es hier wirklich sehr, sehr kontrolliert gemacht. Der gibt keine Base-HP. Natürlich gibt der Dorans Ring Base-HP. Mein lieber Xeus. Auch durch den kriegst du maximales Leben wieder. Sollte mich wundern, wenn sich das jetzt geändert haben sollte seit 5 Stunden oder so. Nachdem ich ihn das letzte Mal gekauft habe. Ah, Elise hier schön einmal den Stun blockiert. Das wird trotzdem noch gefährlich werden. Zwang Hahn hier sofort ignited. Kommt am Flash da raus. Ist relativ sicher unterwegs. Oh, jetzt geht man sogar auf Guru. Der wird ja noch gehuckt. Da muss man übelst aufpassen, der hat ein Leben noch, wird hier abgeholt. Snowflower, der kriegt das First Blood. Gangbang Ultimate ist immer noch da, Swang Han. Er geht nochmal für den Block, aber es reicht nicht. Auch Fresh wird er noch abgeholt. Das Duell der Supports. Beide Supports hier einen Kill in der Situation bekommen. Snowflower natürlich mit dem First Blood. Und vor allem ist Crew noch immer Level 5. Der kann nicht einfach mit seiner Ultimate auf die Lane zurückkommen. Und das ist für ihn natürlich jetzt eine Menge Gold, was da einfach verloren geht. Bitter. Während Twisted Fate hier selber schon Level 6 ist. Vor allen Dingen hat Mickey halt noch sein Ultimate. Er könnte sogar dafür gehen, gleich die Botlane wieder zu bestrafen. Hier sehen wir es nochmal. Peanut und Crew hier aktiv unterwegs. Allerdings schön mit dem Repel hier den Stun von Pantheon gedodged. Eine Menge Schaden verhindert. Zwang Han hat er direkt rausgeflasht. Nicht mal den Barrel Damage kassiert. Und kann das Ganze wunderbar traden. Schön gespielt von ihm hier. Crew hat ihn gefahren. Hat keine Summoners mehr. Keine Chance dafür, ihn einfach rauszukommen. Sang Nyun überlebt das Ganze sehr, sehr knapp. Und Snowflower, der wird hier unten jetzt halt einmal noch von dem Crit und später von Gorilla mit dem Q dort getroffen. Und da kriegt man halt einfach den Kill raus. Aber im Endeffekt noch schön gespielt. Dafür, dass halt eigentlich Swang Han derjenige war, der engaged wurde, ist es gut gelaufen. Da kann man sich gar nicht beschweren. Sogar das First Blood hier mitgenommen. Oh, der Arrow, der ist hier unterwegs. Da muss man ein bisschen aufpassen. Schön getroffen. Kuru, 3,5 Sekunden gestartet auf der Hook. Was war das denn? Snowflower. Der war gestunt. Der Kill, der fällt halt im Endeffekt trotzdem noch. Aber holy. Wie konnte er denn den Hook verfehlen? Peanut, den gibt's doch mal oben rauf. Hier wunderbar den Arrow einfach quer über die Map geschossen. Aber alte Kanone. Da verfehlt hier einfach mal den Hook. Entschuldigung, dass ich jetzt auch mal ein bisschen grinsen muss. Aber ich meine, der stand still. Der hat sich null bewegt. Da kam halt als erstes der Arrow, die Goldcard ist, glaube ich, in den Schild reingeplatzt.
Das heißt, der Stun von Twisted kann man nicht durch, der jetzt mit seinem Ultimate wieder unterwegs in Richtung Smap ist. Der Stun, der wurde allerdings sofort gelöst. Smap jetzt nochmal. Er hat gar keine Goldcard gezogen gehabt, das ist natürlich bitter. Und kriegt man jetzt den Killer Fresh Crossmap raus. Ist eine Menge Action, muss man sagen. Nach 8 Minuten hier sofort das 3-2 Verhältnis zu haben, ist relativ ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, es macht Spaß beim Zugucken. Mit den globalen Ultimates, da kommt natürlich auch eine Menge unkontrollierte Aktionen mit herein. Dann glaubt mir, wenn man so eine Globals dabei hat, da kannst du halt nicht immer mit rechnen. Du kannst halt einfach nicht mehr so perfekt kalkulieren, wie du es vorher konntest. Und wenn einfach ein Pantheon-Ultimate kommt, wenn ein TF-Ultimate kommt, dann bist du halt teilweise doch überrascht, obwohl du eigentlich mit rechnen solltest. Sehen wir das nochmal. Frame mit dem Ultimate, Snowflower wird einfach festgehalten, hat kein Flash mehr, St. Jun kann nichts blocken. Muss da selber sogar Angst haben und jetzt oben die Pantheon-Ulti nochmal. Smap, der wird da auf jeden Fall nicht getötet. Allerdings, der gute Peanut, der war da wieder in Bedrohung. Smap hat halt wirklich den Vorteil, dass er sich bei dem Twisted Fate Gang immer nochmal mit dem W-Dot retten kann. Und da muss man halt wirklich sagen, Mickey eben nicht perfekt gespielt. Die erste Karte, die er gezogen hat, war halt keine Gold Card, sondern erst die zweite war eine Gold Card. Und damit konnten natürlich von den potenziellen zwei Stunts plus einer durchgebracht werden. Der wurde halt einfach von dem W resettet von Smap. Also er war da relativ sicher unterwegs, hat sogar seinen Flash nicht benutzen müssen. Trotz allem Pantheon momentan relativ nutzlos, muss man sagen. Es kann halt gut laufen, aber jetzt haben wir genau die Situation, die wir auch schon so ein bisschen angeteasert haben. Wenn Pantheon halt zurückfällt auf Alain, dann ist es halt ein Pick, der echt nicht schön ist. Du kannst auch immer später diesen Assassin spielen, dass du halt gute Ganks hast. Aber das musst du auch erstmal hinbekommen. Im Gegensatz zu Twisted Fate hast du halt bei Pantheon den Vorteil, dass du halt direkt noch Schaden mit der Ultimate verursachst und die Gegner halt slowst, während Twisted Fate der Brustport ist. Allerdings Twisted Fate wiederum hat den Vorteil, dass er halt kontrollierter porten kann. Bei Pantheon, da musst du halt ein ganzes Stück Prediction immer noch mit einbringen, dass du halt so ein bisschen vorher siehst, wie die Gegner sich bewegen. Oh lol, schön bewegt. Zwanghaam wurde hier nicht mehr Wort gesehen. Ist da wirklich ganz unten am Rand lang gelaufen. Das war halt echt gut gemacht. Jetzt muss man den Gegner ein bisschen rauspushen lassen. Wenn Snowflower hier einen Hook trifft, oder halt ob es reinflasht mit einem Flail danach einen Hook trifft, dann kann das halt böse ausgehen. Ah, er kassiert hier erstmal eine. Will die Gegner halt so ein bisschen mit der Water bzw. mit seinem Positioning nach oben baiten. Jetzt kommt Gorilla mit dem Face-Check. Der Arrow gleich hinterher. Der Schaden, der ist da. Überlebt das Ganze nicht. Und da kommt's halt. Eine Karma kann man auch bestrafen. Die ist halt immobil. Super gemacht hier das Ganze. Und somit den 4-2 Vorsprung hier gesichert für Africa Freaks. Das sieht ganz gut aus. Die stellen sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Und das Ganze perfekt vorbereitet. Vor allen Dingen gerade in der... In dem Game hier ist Zwanghaam gerade super unterwegs. Vorhin mit dem Play dort gegen den eigenen Jungle Invade und jetzt auch noch mit der perfekten Bewegung dort im gegnerischen Busch unten. Vor allen Dingen, wie er sich an dieser Ward vorbeigesneakt hat, ist halt beeindruckend, ne? Er wusste halt ganz genau, wo die Ward steht und wusste ganz genau, dass er halt nicht einfach über die Lane marschieren kann, sondern dass er wirklich ganz, ganz unten dort langlaufen muss. Und dann nutzt man das Ganze einfach aus, überrascht den Gegner und kriegt ja auch den Kill raus. Aber Mickey, der wird hier einmal gestunt. Der Q, der kommt nochmal durch. Hat er schön gemacht. Er hat quasi den W laufen lassen, hat einen Auto-Tag benutzt und dann danach den W erst eingeloggt. Weil du ja bei Twisted Fate immer zweimal den W drücken musst. Und das ist von der Mechanik her eigentlich das Beste, was du gegen Pantheon machen kannst. Also quasi den W auslöst, den auch so ein bisschen durchlaufen lässt. Weil solange du ihn nicht einloggst, wird dein Auto-Tag noch nicht verstärkt. Vorher noch einen Auto-Tag benutzt und damit einfach diesen Pantheon-Schild blockiert. Snap, der muss hier ein bisschen aufpassen. Der W, der ist bereits raus. Lindering immer noch mit der Ultimate. Der kriegt den Kill auch raus. Jetzt auch die Pantheon-Ultimate. Zack! Lindering jetzt hier, wird einfach abgeholt. Ignite ist drauf, da hinten ist noch Mickey, versucht verzweifelt zu fliehen, aber wo will er hin? Mit Teleport! Junge! Teleport wurde genervt! Probiert er noch irgendwie da rauszukommen, aber keine Chance. Pina zur Stelle mit dem Barrel bricht den Teleport einfach ab. Somit natürlich doppelt peinlich. Oder peinlich kann man jetzt nicht sagen, aber doppelt. Ja, es tut einfach doppelt weh. Denn er ist zum einen natürlich gestorben, trotz allem. Und jetzt auch noch ein Teleport auf Cooler. Das heißt, er kommt nicht so schnell wieder auf die Lane. Das tut da schon richtig weh. Armer Mickey. Pantheon hier so in der Lage, wieder das Ganze ein bisschen aufzuholen. Schöne Rotation, aber hier haben wir es halt. Pantheon kann halt zu Twisted auch immer im Nachhinein noch hinterher rotieren. Einer der wenigen Champions, der halt auch immer eine Global verfügt. Lindering kommt da nicht mehr ganz raus. Ignite regelt. Und Crew kann sofort dort die Verfolgung aufnehmen. Er kriegt halt im Endeffekt sogar beide Kills, was von der Killverteilung her ziemlich gut ist. Zack, Barrel kommt. Speer ist da. Und sobald du halt unter diesem Prozentsatz Leben fällst, kritisch halt der Speer auch immer. Das heißt, der Kill geht hier safe an ihn. Sowas kann nur sowas. Ja, selbst für sowas ist es, glaube ich, schwer in der momentanen Meta. Wobei er es ja auch schon einmal, glaube ich, gemacht hat, seit dem Teleport-Nerf. Aber es ist halt nur mal ein Seil-Move. Dann sollte Mickey nicht nachmachen. Das war auch wirklich eine Situation, wo du halt echt nicht porten kannst. Du weißt, der Pantheon ist hinter dir. Du wusstest zwar nicht, dass das Krankes von unten kommt, aber selbst Pantheon, der wäre da schon gefährlich geworden.
Und da waren halt noch locker ein, zwei Sekunden dazwischen, bevor der Porter durchgegangen wäre. Gorilla, der ist hier gestunt, wird gleich noch gehuckt. Jetzt der Cocoon, der ja schöne Shades zieht. Zack, der wird abgeholt. Keine Chance, das Ganze zu überleben. Der CC im Mount, der ist halt einfach viel zu strong, gerade bei Afrikas. Die haben halt so viel Single-Target-CC. Wenn der Arrow trifft, dann ist das Ziel halt hundertprozentig tot. Momentan kann das keiner aushalten, nicht mal Peanut. Mit dem Ultimate von Jin soll der Tomi nochmal verteidigt werden. Ist übrigens Punkt 6.14, der Patch. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch kein Tower Thrustblatt vorhanden. Da muss man jetzt unten keine Angst haben, dass es megamäßig viel Gold gibt. Aber trotzdem ist es natürlich ganz schön, wenn du da diesen Turm ja wirtschaften kannst. Gold ist es halt so oder so. Pantheon in der Mitte hier noch immer am Arbeiten. Der Turm, der hält aber noch einiges aus. Da hat er sich noch nicht sehr, sehr weit dort vorackern können. Jetzt die Ward gestellt, damit er selber nicht gegankt wird. Oh, Mickey, der bewegt sich gleich zurück auf die Lane. Können sich nochmal die kleinen Raptoren, den großen Nester noch stehen. Für den Jungler, ne? Damit der seine Freude hat. Hauptsache die Kleinen das mal mitnehmen. Ich kenne das als Midlaner, ich bediene mich da auch mal ganz gerne. Ja, jetzt steht der Ward drin, muss er ein bisschen aufpassen, aber Swanghan. Einfach zu wenig Mana gerade, smitet auch ein bisschen spät. Hat er noch probiert, aber Gragas war da einfach in einer besseren Ausgangssituation. Die gönnt sich da den Red Buff vom Gegner. Kann man machen. Gerade wenn man weiß, dass die Lisa noch ein bisschen lower ist. Ja, Mickey, der wird geärgert. Er kriegt halt mit dem Q hin und wieder mal so einen guten Move raus auf Pantheon, aber der hat halt immer noch seine Corrupting Potion. Und auch immer noch einen Stack drauf. Er selber wird sich hier als erstes fürs Yumus entscheiden. Bei Pantheon zählt halt wirklich, möglichst früh große Power Spikes zu haben. Und Yumus ist natürlich eines der Items, die halt wirklich prädestiniert dafür sind. Er ist super billig, braucht keine Synergie. Ist halt schnell zu schnell. Oh Gott, Prey! Nicht in der Linie, Flash gegen den Arrow. Jetzt der Hook, die Box, das war's für ihn. Keine Chance, da rauszukommen. Wunderbar das Ganze gemacht. Das Gangbang Ultimate hilft da auch nicht mehr. Pina muss sein Mana nochmal benutzen, um den letzten Rest dort zum Disengagen zu nutzen. Gorilla war da auch noch ein bisschen in Gefahr, weil dort noch der Gang von Swanghan hinterherkam. Aber das ist eigentlich was, das lernen wir schon in der League of Legends Grundschule. Wenn der Arrow kommt, der fliegt geradeaus, dann flashst du auch nicht gerade weg. Du könntest halt für ein super mega geiles Play versuchen rüber zu flashen, was halt wirklich richtig geil aussehen würde, hätte ich mir aber in der Situation auch nichts gebracht. Ansonsten flashst du halt immer seitwärts. Alles andere bringt dir keine Punkte. Weil der Arrow, der würde dich dann halt so oder so treffen. Und solange du kein QSS hast, gegen den Fresh-Follow-Up bist du halt hundertprozentig dead. So, wenn da kein Teammate in der Nähe ist, dann wirst du halt direkt danach gehookt. Und dann war's das. Man hat's halt gesehen, ne? Snowflower kommt daher, hookt ihn. Danach kommt auch mal der Flail in die Box rein. Dann kriegst du halt auch noch diesen 99% Slow vom Fresh ab. Und da kommst du halt überhaupt nicht mehr weg. Keine Chance. Crew, der ist momentan gut am Aufholen. Lager schon 20, der ist hinten, ist jetzt wieder fast gleich auf. Und vor allen Dingen die Kills von der Top-Lane, die haben ihm auch gut geholfen. Auf der anderen Seite hast du halt Mickey, der sich halt als First-Item wirklich sofort für die Ultra-Safe-Variante entschieden hat. Ist dann Richtung Stundenglas gegangen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, Stundenglas ist im Pantheon gar nicht mal so die geilste Variante. Weil du hast nichts, was du mit dem Stundenglas großartig verhindern kannst. Im Endeffekt könntest du halt einen Q damit blocken. Aber wenn du selber im Stundenglas drin bist und der Q quasi danach nochmal hinterherkommt, naja, dann hast du auch nicht viel gewonnen. Du könntest halt höchstens, wenn du selber gegankt bist vom Pantheon, halt das Stundenglas nutzen, um die Ultimate zu verhindern und den Stun halt damit auch nicht zu haben. Aber im Endeffekt ist es nicht so wertvoll. Also in der Situation würde ich immer bevorzugen, halt den Seeker zu bauen, den halt auszustecken. Wenn du mit den Last jetzt noch ein bisschen Rüstung bekommst, um halt wirklich prozentual die größte Reduktion zu haben und trotzdem halt ein bisschen Richtung Damage gehen. Ja, momentan wird es für Mickey Ewigkeiten dauern, bis er halt wirklich gute Power Spikes erreicht. Der Schaden von ihm ist gerade noch nicht grandios. Afrika Freaks ja auch jetzt sofort in Richtung Drake aufgemacht. Sie haben halt den Vorteil. Warum nicht ausnutzen? Mittlerweile schon fast 2000 Gold vorne und der Drache, der erste, der geht jetzt auch an sie. Der gute Ocean Drake. Jetzt kommt der Arrow wieder, aber Prey, der ist ja nochmal gerade so davon gekommen. Ah, Snowflower, der hat sich gleich schon wieder bereit gemacht, dort eventuell den Hook nachzuziehen. Lol. Alles klar, dann können wir teleporten. Ist aber für uns bloß im Spectator Mode ein Bug, ne? Jetzt die Twisted Fate Ultimate. Mickey mit der Gold Card unterwegs. Wieder gestunt, der ist aber super tanky, willst du nicht haben? Snowflower, der stirbt da einfach. Mittlerweile auch dort noch den Kill auf Elise bekommen. Pantheon mit der Doppeltötung. Und Mickey, der hat eine Blue Card gezogen. Das ist alles andere als gut. Und wir sehen, der Schaden fehlt momentan so ein bisschen bei Afrika Freaks. Wenn Swanghan dort angegangen wird. Das Spiel hat einfach viel zu tanky und Mickey kann keinen Druck ausüben. Da wird man noch ein bisschen brauchen. Jetzt also das Ganze mit zwei Kills wieder ausgeglichen. Vor allem den mittleren Turm geht es oben rauf. Rox Tiger hat also von diesem fast 2000 Gold Rückstand jetzt sogar nach vorne gearbeitet. Zum 500 Gold vorne. So schnell kann es gehen. Ein Fehler gemacht und dann geht das einem ganz einfach nach hinten los.
Muss auch nichts heißen. Das Catch-Potenzial bei Africa Freaks ist noch immer da, aber sowas sollte halt nicht passieren. Gerade die Kills, die jetzt hier alle an Gragas gehen, sehen wir es nochmal. Zwang Han, der tankt halt die ganze Vor, beide mit dem Barrel erwischt. Da verfehlt sogar ein Jin-Schuss, er trifft die Vor mit dem Pantheon-Schwer dazu. Zwei Crits und das war's für dich. Mickey muss halt sofort rausgehen, kann er überhaupt nichts machen. Auch die Blue Card hier halt wirklich nicht gut gezogen. Da müsste er halt wirklich eine Gold Card ziehen in dem Moment, um den eventuellen Tower Dive da noch abzuwehren. Rikers ist da selber schuld. Wenn man kein Alistair Pick, muss irgendwann den Error abbekommen. Das stimmt allerdings, Seymour. Das ist halt echt ein lustiger Vergleich. Ich hab, keine Ahnung, das triggert mich auch so richtig hart, ne? Immer wenn ich das jetzt sehe, dass wir ein Alistair-Matchup gegen ein Ash-Matchup haben und immer diese Ash-Arrows alle auf Alistair treffen, da kriege ich halt mittlerweile schon so einen Hals. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es mittlerweile noch Zufall ist. Also Zufall ist bis zu einem bestimmten Punkt halt echt immer okay. Aber wenn du halt wirklich in 90% der Fällen das so ist, dann kann es kein Zufall mehr sein. Dann müssen die Spiele ja anscheinend mit Absicht auf Alistair zielen. Nee, ich vergesse das Ganze am liebsten ganz, ganz schnell wieder. Hier haben wir eigentlich keinen Alistair mit dabei, sondern die gute Karma. Und die wird natürlich von so einem Arrow um einiges mehr gepressured. Wenn jemand Arrow abbekommt, das haben wir das ein oder andere Mal schon in diesem Game gesehen, dann muss die halt wirklich um ihr Leben bangen. Gerade solange kann Michael, solange kein QSS da ist, hast du halt kein Counterplay für diesen Arrow, wenn er dann mal trifft. Aber Ash ist natürlich auch so, die steht und fällt so ein bisschen mit den Arrows. Crew jetzt Richtung Top-Lane unterwegs. Er selber hat das Nimbus jetzt auch fertiggestellt, geht als nächstes in Richtung Black Diva. Rüstungsdurchdringungs- und Cooldowns sind so das A und O bei ihm. Und genau diese beiden Items geben ihm alles, was er braucht. Rüstungsdurchdringung, Base-Schaden, er kriegt auch ein bisschen extra Life dazu über das Phage und dadurch auch ein bisschen extra Schaden und halt die Cooldowns über Yumus und auch über den Black Diva. Damit bist du halt super aufgestellt, er selber hat sich hier sogar noch für die Mercury Boots entschieden. Einfach nur, damit er halt mehr Zähigkeit bekommt und ein bisschen weniger von den Stunts der Gegner betroffen ist. Von dem Cocoon, von der eventuellen Gold Card, von dem Arrow. Alles so Möglichkeiten, die natürlich auch für den Pantheon dort unangenehm sein können. Fehlt einmal die Pinkbottle um. Jetzt sollte man halt in Richtung Midlane rotieren. Im Endeffekt hast du halt die Pantheon Ultimate, die wieder bereit ist. Und du hast halt in der Midlane keinen Turm mehr. Sobald der Gegner ein bisschen out of position ist, hast du halt die Möglichkeit, da sofort zu engagen. Kuru fehlt zwar sein Flash noch, aber Ignite ist auch gleich wieder parat. Immer wird die Wave noch nehmen, dann wird man ein bisschen schauen, ob man an den Gegner rankommt. Beide Teams, die dabei sind, sind in der Lage, dort wirklich sehr, sehr gut Catches zu erzielen. Entweder über den Arrow, über den Hook oder über Twisted Fate Ultimate oder auf der anderen Seite halt durchs Gangplank Ultimate, durch das Barrel von Peanut. Beziehungsweise durch sein E-Engage und natürlich auch durchs Pantheon Ultimate. Nicht zu vergessen, auch Jin, der halt einen sehr, sehr guten Engage bietet. Das ist halt wirklich ein Team, was gerade durch diese rigorosen Engage-Potenzialien dort sehr, sehr schnell aus dem Ruder geraten kann. Wenn du halt einmal zurückfällst und wirklich brachial zurückfällst, dann ist es halt schon GG, weil der Gegner dich halt immer und immer wieder engagen wird. Das Einzige, was halt noch schlimmer hätte sein können, wäre eventuell eine Hikaru im Shen-Kombo dort gewesen. Sie vielleicht ein bisschen mehr Engage-Möglichkeiten gegeben, aber mit Elise bist du auch schon gut aufgestellt. Auch Lindering hat er theoretisch über sein B und über die Kuppel auch eine gute Engage-Form. Ist allerdings sehr, sehr unsicher. Die Gegner können meistens gut predikten, wo diese Kuppel da landen wird. Ah, der Arrow fliegt einmal ins Nirvana. Wird auf jeden Fall nichts treffen. Kura hat noch keine Möglichkeit, sich eventuell auf diesen Arrow zu befreien. Also noch ist es gut, dass man es halt einfach versucht, über so eine Long-Distance-Random-Arrow da irgendwie ranzukommen an den Gegner. Aber spätestens, wenn Pantheon irgendwann sein QSS haben wird, wird es schwierig. Ah, ich finde den Vergleich von euch ganz interessant. Also man kann das Game wirklich jetzt sehr, sehr gespalten betrachten. Natürlich ist Pantheon kein Late-Game-Charakter. Er bietet aber immer noch Möglichkeiten, einen AD-Carry relativ lange zu beschäftigen über seine Block-Mechanik und vor allen Dingen über seinen guten Burst-Schaden. Du hast ja auch kaum Möglichkeiten, momentan zu peelen. Solange du halt kein Fresh hast, der defensiv steht. Zhang Yun hier abermals angegangen. Keine Chance da rauszukommen. Snowflower muss sich ja noch von der Pantheon Ultimate zurückziehen. Jetzt das Jin Ultimate noch. Er flasht aber sofort. Damit die sich verloren. Oh Gott, jetzt kommt der Stun noch. Die Vor, die kommt aber nicht ganz an. Knapp außer Reichweite gewesen. Allerdings kommen jetzt hier nochmal die Slows. Schön genacht von Snowflower. Kommt da rüber, das Ignite ist klärt. Crew hier sehr, sehr abgeklärt unterwegs gewesen. Damit auch wieder ein Kill für ihn gesichert. Aber du musst halt das ganze Teampotenzial noch betrachten. Du hast halt Prey, der halt auch gut ins Late-Game skaliert. Du hast halt einen Gangplank, der wahnsinnig gut im Late-Game ist. Gerade gegen so eine immobilen Carries wie Twisted Fate und Ash sind halt die Barrels katastrophal und das Ultimate vom Gangplank. Das Ganze kombiniert mit Pantheon, da kann halt auch eher Potenzial im Late-Game erhalten. Er ist sicherlich nicht so ein guter skalierender Champion wie Mickey. Aber Mickey wiederum kann auch nichts gegen Kuro machen, weil die halt seine Passive hat. So, auch wenn man halt sagt, dass Pantheon hier nicht ins Late-Game skaliert, ist er halt trotzdem vom Potenzial her in dem Game noch ziemlich gut aufgestellt.
Das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Ich denke, vom Late Game her nimmt sich das bei den beiden Teams auch nicht viel. Das kommt halt wirklich darauf an, wie man den Catches dort bekommt. Wenn man halt einen Carry dort sofort von Ross Tigers bekommt, dann haben die halt ein Problem. Und umgekehrt, wenn man halt Twisted oder Ash bekommt, bei Africa Freaks haben die auch ein Problem. Ich denke, das Game kann man da ganz, ganz schwierig bloß dadurch entscheiden, dass man halt sagt, yo, die skalieren einfach besser, weil der Midlaner einfach keine guten Scalings hat. Aber Pantheon momentan sowieso in einer guten Ausgangsposition. Er selber ist schon 5-2 jetzt aufgestellt. Ist halt 0-2-0 von der Lane gegangen und hat halt einfach durch die Roams und durch seine Ultimate und durch diese schnellen Aktionen und Rotationen einfach noch 5 Kills geholt. So kann es halt laufen. Win Lane, oder Lose Lane in dem Fall sogar. Ein Win Game. Wobei noch ist es nicht gewonnen. Ein bisschen muss man noch abwarten. Versucht man hier den mittleren Turm zu bekommen, würde ihn auch bekommen. Vicky, der ist ziemlich gut. Oh, wohl, Gangplank Ultimate Zone sieht da noch mal ein bisschen raus. Pantheon hat allerdings noch keine Ultimate zur Verfügung. Ist aber auch schwierig, damit jetzt zu kalkulieren. Ich denke mal, die Pantheon Ultimate wird ja auch nicht mal genauestens getimed werden. Vor allem musst du ja dann auch immer noch einrechnen, dass er ja auch Cooldown Reduction hat. Da wird es halt noch schwieriger, die halt ordentlich zu timen. Für die Spieler ist schon immer schlimm genug, wenn du halt irgendwie die Flashes timen musst. Und dann noch die Ultimates dazukommen. Hier übrigens der Arrow, der mal gut trifft. Allerdings noch kein Follow-up da. Jetzt mit der Gold Card. Kuru, der muss erst mal flashen. Jin Ultimate ist allerdings da. Jetzt kommen wir noch mit Teleport dazu. Mickey im Stundenglas. Da kommt Peter dabei hinterher. Das war's für ihn. Der Crit, beziehungsweise das Barrel, das verhindert einfach, dass man irgendwas machen kann. Da hinten Prey alleine gegen Lindereng. Der holt den Solo-Kill. Das Barrel viel zu spät. Der Kill ist draußen. Kuru und Smap sind alleine da jetzt unterwegs. Da kriegt man den Kill schon mal auf Kuru. Smap, der muss auch laufen. Aber Lindereng mit der Kuppel unterwegs. Sofort mit dem Bauchrammer hier unter Druck gesetzt. Würde auch sterben. Hier war er einfach ein bisschen zu greedy und wollte die Gegner noch aufhalten. Das Barrel, das kann nicht ausgelöst werden. Trifft aber noch Snowflower gerade so. Nach dem Slow Snowflower wird jedoch getötet. Smap ist jetzt unterwegs. Das ist Gangplank, meine Freunde. Mit den Barrels. Halt dich doch mal, aber Ash kriegt den Kill. Peanut noch immer im Gesicht von Sang-Yoon. Wird das Ganze hier aber beenden können. Smap, der kriegt jetzt den Kill letztendlich auf ihn. Swanghan. Der kriegt nochmal den Knock-Up zu spielen. Und Gangplank ist unterwegs. Der wartet bis auf den Q zu zünden. Zack, da war es auch in dem Fall. Smap jetzt hier angeschlagen. Gut, da gehen wir nochmal rein. Mickey, bist du wahnsinnig? Der nutzt sein Ultimate, um das Ass einfach nochmal auszulösen. Also hier sauberes Ace für die Rocks Tigers. Da kann der Zwischenfeld halt echt nicht reingehen. Nicht gegen Gangplank Gragas. Wir sehen halt ganz genau, wo du hinportest und werden halt sofort den Dash benutzen, um dich zu zählen. Die Barrels standen auch und der Schaden ist halt einfach viel zu groß. Smap wird halt ausrasten. Smap hat gerade 3 oder 4 Kills bekommen. Der ist jetzt halt einfach super strong. Hier sehen wir es nochmal. Da hinten Lindereng, der halt einfach Ash rausnimmt. Entschuldigung, Jin natürlich, nicht Ash. Auf der anderen Seite kommt man halt dadurch an Pantheon ran. Man hat sich halt ein bisschen aufgesplittet bei den Rocks Tigers, was halt echt nicht gut war. Lindereng ist aber ein bisschen greedy. Peanut, der hat das ganz gut gemacht, hat prediktet, dass er halt noch im Busch drin ist. Und ist sofort dort reingedasht. Hat verhindert, dass er halt die Kuppel auslösen kann. Und man konnte halt sofort den Kill erzielen. Jetzt aber die Barrels, ne? Zack, das erste. 529 Schaden. Peanut kriegt den Kill. Jetzt geht man in den Fight rein. Wenn Smap haben möchte, der kriegt aber einfach ein Schild, kann seinen Weg gleich nochmal benutzen, um sich zu heilen. Da stirbt man zwar noch. Gorilla, den kann man da bekommen. Aber Smap, der überlebt das Ganze halt. Hier mit dem Q, erster Kill. Swanghan wird jetzt einfach gechased. Die Spinnen sind leider hinter Gragas, können den Dash also nicht abfangen. Das Barrel wird genutzt dort von Smap, um einfach ein bisschen Movement Speed zu bekommen. Und zack, da kommt der Q, da kriegt man den Kill. Und jetzt hat hier, das kannst du nicht machen, Mickey. Das kannst du nicht machen, dass du da nochmal reingehst mit deinem Ultimate. Auch wenn er da halt wirklich beide Lowlife gesehen hat. Swanghan angegangen, keine Chance. Stirbt er fast noch am Chain CC. Da sind aber alle zur Verfügung. Rocks Tiger ist jetzt also super auf dem Vormarsch. Gerade der Gangplank, der jetzt 4-1-8 steht. Dann hat jetzt einen Morph von Mucius, der hat sein Trinity fertig. Der geht als nächstes in Richtung Jumus. Und spätestens, wenn das Jumus da ist, dann wird das halt richtig scheppern. Und da wird halt so ein Rüstungsdurchdringung Gangplank auch ausrasten. Mittlerweile auch schon Stufe 16. Das heißt, seine Ultimate auf Stufe 3 ist 2 Levels ahead. Im Gegensatz zu den beiden anderen Solo-Lanern aus dem gegnerischen Team. Das ist halt echt eine ganze Menge. Pantheon hingegen, der ist noch ein Level hinterher, auch wenn er selber 6 Kills bekommen hat. Aber Gangplank würde einfach den nächsten Teamfight für sich allein entscheiden können. Bin ich mir ziemlich sicher. Und er ist halt auch derjenige, der im Late-Game das Game für sich allein entscheiden kann. Wenn der Barrel einfach trifft auf Mickey und auf Swanghan, auf Sang-Yoon, Entschuldigung. Alter, diese Namen, ne? Swanghan, Lindereng, Sang-Yoon. Afrikas, nehmt doch einfach wieder Lyra und Ixu. Das ist viel einfacher für mich. Wie auch immer. Wenn da halt ein Barrel explodiert, dann sind die halt sofort Half-Life. Mindestens. Wenn nicht sogar noch schlimmer, dann kommt das Gangplank Ultimate hinterher, der Thunderlords prockt noch. Ja, dann bist du schon fast tot. Und kannst als Carry gar nicht mal in den Teamfight reingehen. Sonst kommt halt einmal noch ein Pantheon und Flash dazu, der Q-Tücher da einmal und das war's für dich. Das würde jetzt wirklich unangenehm werden.
Africa Freaks das Ganze einfach ein bisschen greedy runtergespielt. Ne? Wenn die halt einfach die safen Kills mitnehmen und das ganze Disengaging, glaube ich, kommen die da besser raus. Aber sie wollten halt unbedingt das Play noch haben, sie wollten das Ace haben und wollten halt das Map noch töten. Und der Stelle, wo sie halt turnen, um das Map noch zu kriegen, verlieren sie halt das Game. Das hat sie halt wirklich sehr, sehr viel gekostet. Oh Gott, jetzt hier der Arrow auf Kura, der stirbt auch einfach. Aber eine Menge investiert, das darf man hier nicht unterschätzen. Den Kill haben sie, den Turm hätten sie so oder so gehabt. Jetzt fehlen aber Ultimate von Ashe, Ultimate von Twisted Fate. Das ist halt eine ganze Menge, was du dort in dem Moment halt wirklich investierst. Und da wird es halt wirklich knapp werden. Da musst du dich jetzt richtig ins Zeug legen, wenn du da noch aufholen möchtest. Wir sehen es halt gerade, Kuro seine Ultimate immer noch zur Verfügung. Er ist jetzt quasi 20 Sekunden tot, es passiert halt nichts. Du kannst auch nicht auf den Nasher gehen, weil du halt einfach keine Chance hast, mit dem Team momentan den Nasher schnell zu kriegen. Sondern du musst halt ganz gediegen abwarten. Keines der Teams hat bisher auch einen Bergdrachen bekommen. Die Ocean Rakes, die helfen ja halt Damage gesehen auch nicht so viel. Ist man da wieder ein bisschen in Richtung Nasher unterwegs. Da steht natürlich noch eine Pink Ward, die möchte ich ganz gerne clearen. Um einfach da so ein bisschen Kontrolle ins Pit reinzubringen. Bin gespannt, wann man sie denn entdeckt. Peanut hat auf jeden Fall die erste schon mal gefunden. Und da oben sehen wir auch gerade Gorilla, hat die zweite gefunden. Somit der Nasher auf jeden Fall wieder erstmal dort gesichert. Hat er wieder mit der Ultimate zur Verfügung. Vor allen Dingen haben sie fast alles Hamsets gleich wieder zur Verfügung. Der Nasher ist für sie selber aber auch ziemlich schwierig. Jin ist halt wirklich einer der wenigen AD-Carries, die nicht wirklich viel kontinuierlichen Schaden haben, um so einen Nasher anzugehen. Der Vorteil ist halt, dass du mit Jin, wenn er Fullbuild ist, wirklich mehr Damage auf verursachen kannst als Smite am Nasher. Aber bis dahin ist es natürlich auch noch ein weiter Weg. Und Kuro selber als Pantheon ist jetzt auch nicht so der geilste Nasher-Boy. Wichtig für Rock'Sai ist gerade, dass sie halt zusammenbleiben. Oh, da oben, Ashe und Fresh, super out of position. Peanut, der sieht das natürlich. Ne? Der leckt sich gerade schon den Finger. Die lernt er, die muss da kommen. Pantheon Ultimate wird daneben gehen. Peanut, der ist aber noch da. Das Barrel wurde noch nicht geworfen. Jetzt allerdings, Sang-Yu, der fliegt nochmal zurück in die Gangplank Ultimate rein und wird einfach getötet. Snowflower einfach mitgenommen. Gangplank, der rastet komplett aus. Smap, der will einfach seine MVP-Punkte haben. Der will wieder auf Platz 1 sein. Drei Catches und das ist auch der sichere Nasher. Da wirst du mit dem Twisted Fate Ultimate oder mit Lindarang nicht gegenhalten können. Lindarang versucht auch noch so gut es geht, die Botlane da zu pushen. Ist auch richtig so. Wenigstens auch den Turm mitnehmen. Denn der Nasher, der ist halt hundertprozentig weg. Ohne die drei Leute und vor allen Dingen ohne Smite von Swang Han kannst du den halt einfach nicht verteidigen. Und dann geht man jetzt halt einfach ganz, ganz schnell noch auf die Türme. Kriegt immer noch zwei Türme als Ausgleich. Ist nicht schlecht gewesen. Die beiden haben auf jeden Fall hier richtig agiert. Aber an der Stelle muss man auch sagen, Sang-Yoon und Snowflower viel zu weit vorne gewesen. Sie hatten halt null Sicht im eigenen Jungle, haben den Gegner das letzte Mal in der Midlane gesehen, in Riverhöhe. Und da kann man halt damit rechnen, dass so eine schnelle Rotation kommt. Gerade wenn du gegen den Pantheon spielst, darfst du als Carry nicht so weit alleine bleiben. Das Pantheon Ultimate war sogar noch ziemlich, defensiv gesetzt. Kam halt nicht an, die Lantern hat halt viel daraus bekommen. Aber Peanut ist halt schon so aggressiv drin gewesen, musste nicht mal flashen, um dann ein gutes Barrel landen zu können. Und dann reicht es halt nicht, um den Ali Carry dort zu retten, Lantern hin oder her. An der Stelle dort ein grober Schnitzer, wirklich von Africa Freaks und für Rocks Tigers ist natürlich massiv Gold gerade wert. Die kriegen die Nasher, die kriegen halt die Kills, die kriegen jetzt nochmal den Cloud Drake oben drauf. Und jetzt heißt es halt pushen, was das Zeug hält. Und gerade stellt sich halt bloß eine Frage. Wer soll's Map aufhalten? Wer soll einfach irgendwas gegen Map tun? Ja, der spielt halt einfach mal Gangplank, steht 6-1-9, ist super fett, ist im Farm wirklich sehr, sehr far ahead, was das Game angeht. Plus er kriegt durch die Pässe nochmal extra Gold. Der hat 4 Items. Der nächstbeste aus dem gegnerischen Team hat halt 3 Items. Und das ist halt der Thunder. Ironischerweise. Und der AD Carry. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, er ist halt wirklich mindestens ein Item vor allen anderen. Und dann merkt man halt einfach mal, wie fett Snap gerade schon ist. Selbst in so einer Belagerungssituation, wenn du da halt wirklich auch wieder einen Barrel in der Backline explodieren lassen kannst, dann können die nicht mal mehr einen Turm halten. Und wir haben auch gerade gesehen, dass die Gangplank Ultimate halt ultra viel Schaden verursachen kann, je nachdem, wie lange sie trifft. Aber wenn du halt das Barrel von Gragas gut nutzen kannst, um den Ash wieder zurückzuschleudern ins Gangplank Ultimate, wo du halt gerade draußen warst, hast du halt ein Problem. Jetzt mit dem Teleport. Da will man jetzt anscheinend engagen. Das ist aber super riskant. Man hat sofort gesehen hinten in der Ward, dass man da unterwegs ist. Mit dem Arrow hier auf Gorilla. Gut getroffen. In die Box reingeflayt. Aber ist der Support. Viel Potenzial schon verloren. Da geht man direkt jetzt hinten auf die Backline. Ash sofort eliminiert. Elise muss sich da zurückziehen. Mickey, der geht nochmal rein, kriegt auch den AD Carry, stirbt aber dafür. Das Map ist unaufhaltbar. Der Turm, der kann ja einfach nicht gehalten werden. Der Inhibitor, der wird fallen. Und damit natürlich auch das Game, was sich jetzt total nachteilig dort entwickeln wird. Also hier hat man jetzt ein ganz, ganz großes Problem.
Africa Freaks sind in die Enge getrieben. Die Killverteilung momentan ultra gut bei Rocks Tigers. Lindenrake geht nochmal aggressiv rein mit der Ultimate jetzt raus. Aber warum? Warum ist einfach die Frage. Die Verbindung von Karma kommt nicht durch. Aber Gangplank erklärt. Wann lernt ihr es? Gangplank ist einfach viel zu strong. Da gehst du doch nicht zu dritt rein. Das Game, das könnte es gewesen sein. Pantheon jetzt nochmal mit dem Ace. Sang Yun ist gleich wieder da. Was soll er tun? Er kann alleine nichts mehr retten. Da kann auch er nichts mehr reißen. Hier der letzte Turm, der fällt. Der Nexus, der wird angegangen. Die Barrels, die explodieren. Kommt gleich die Schaden an. Da kriegt man ihn sogar nochmal. Aber Gangplank, der wird da nochmal vom Turret getötet. Ist aber auch egal. Für die Kardianen schön. Der erste Sieg hier aber komplett gesnowballt von Rocks Tigers. Es sah halt echt lange ausgeglichen aus.